Oh mein Gott, das wird immer spannender, ey. Gut, aber ich mache nicht mehr so lange, weil ich muss morgen arbeiten. Gelber Schein. Gelber Schein, der Tag ist dein. Ich mach schon nächste Woche, also übernächste Woche wieder Urlaub, einen Tag. Reicht schon. Muss mir mal versuchen, die Namen zu merken. Ah, nee, Überall immer mehr Farben. jetzt weiß ich, glaube ich, wo ich ihn sogar shapeshiften sehen habe. Admin Room. Das ist absolut richtig, das ist der Admin-Raum gewesen. Ich bin Ingenieur. Alles gut. Okay, Alter. jemand hat sich in mich geshapeshiftet, ich kann es nicht sein. Ich kann sagen, ich bin von Navigation nach unten gelaufen in den nächsten Aufgabenraum. Ich habe gerade schon wieder Simon Says versucht. Mir kam Celion von oben entgegen und kurz vorher Lila. Na, ich bin gerade durch Medbay zu Electrical und da habe ich nur gesehen, wie ein Mellowmane neben mir stand und dann erstmal gewendet ist. Und ich dann so, hä, wieso ist gerade Mellowmane an mir vorbeigewendet? Und dann sehe ich so, oh, Orange Toad. Kacke. Ja, ich bin von den Lights, wollte ich zum Reaktor und da kamst du gerade rein, wo ich rüber bin. Also ein da kam rein. Na, ich Dann habe kommt gesehen. Celion, dann habe ich Simon Says angefangen und dann, ja, Celion tot. Was ich mich aber frage, wie ist Celion? Nee, das war nicht Celion. Jemand stand neben mir im Med Bay. Wer war das? Damit ich Ich den jetzt weiß nicht, verteidigen ich war kann. noch gar nicht mit Deswegen. B. Nee, das war Celion. Ich habe ex. Wie ist Celion so schnell von dort nach Med Bay gekommen? Nach Med Bay Electrica. Celion hat mich sogar gesehen, wie ich gewendet bin, weswegen ich gesagt habe, ich bin Engineer. Und er ist in Electrical gerade verreckt worden, ist gekillt worden. So, Simon Says ist ganz links. Auch keine, doch ein Vent sollte da möglich sein, hin. Ja. Aber es macht keinen Sinn. Shapeshift hat eine Maximalkooldown von 15 Sekunden. Oder wie lange? 20? Wenn der Cooldown recht kurz ist, dann kann doch derjenige Celion sein, runterlaufen. Dann zu dir werden und den richtigen Celion killen, oder nicht? Man muss sich jetzt anschiften. Geht also nicht. Also heißt, er muss erst unten sich verwandelt haben. So, dann würde ich gerne mal hier Draco mal fragen. Wo Ja. bist du lang? Ich war in Richtung Cafeteria. In Richtung Cafeteria. Was ich sagen kann, ich habe Mello auf jeden Fall kurz, wo ich Richtung Cockpit Hast du gestern gelaufen auch bin, Cafeteria noch vorbeilaufen gehabt? sehen. Also ich weiß, bei da ist immer das eine Game, also Simon Says. Zertix, was hast du für eine Aufgabe gemacht? Ich habe das Meteor und dann im Cockpit mit diesem Raketending diese Linien lang fahren und dann bin ich nach unten gelaufen. Und Lizardo, du? Ich Was habe war deine Müll Aufgabe? rausgebracht und ein Wiring Task gemacht. Das sehen die ja schon wieder. In welchen Raum hast du Müll rausgebracht?
Cafeteria. Da gibt's eine Stelle, wo man Müll rausbringen kann. Okay, Ja, ich also habe ich in würde jetzt C und Mary schon rausgebracht. von der Doppelbehauptung würde ich jetzt Lizardo sagen. Weil Lizardo wäre einmal oben und einmal unten gewesen mit Müll. Tatsächlich würde ich das so behaupten. Aber das ist so eine Behauptung, das ist keine Feststellung. Weil das macht ja keinen Sinn, wenn er oben und unten den Müll rausgebracht hat. Also klar würde es Sinn machen, wenn er die Aufgabe hätte, aber dann wäre er ja so normalerweise. Ja, 20 Punkte, Ah, hat ihr sich habt so auch. klasse kombiniert, ey. Aber Das macht ja ich habe keinen das Sinn. folgendermaßen gemacht. Ich bin in Dings gelaufen, da unten, wo das alles ist mit dem, da wo eigentlich fast keiner hingeht. Da habe ich mich Ja. verwandelt, bin dann wirklich dabei, bei Ich bin Ingenieur hingelaufen, wo du wirklich rausgekommen bist. Und da bin ich dann wirklich Richtung Cafeteria gelaufen. Und von dort aus habe ich mich dann zurückverwandelt, dann bin ich in Richtung Reaktor. Und dann habe ich mich wieder verwandelt und dann habe ich in Electric Weil es braucht getötet. Ewigkeiten, bis man wieder anschiffen kann. Das ist ja das. Du hast also wirklich dich zweimal geschiftet Ja. und. Oh, Alter. Aber vor allem, du hast gerade dir zweimal widersprochen, während du das gesagt hast. Und das ist das, wo ich mich gefragt habe, warum widersprichst du dir, obwohl du eigentlich versuchst, sie zu verteidigen? Das hat mich dann stutzig gemacht, weswegen ich gesagt habe, du bist's. Das kann ich gut verstehen. Ich bin zwar nicht so Detektiv Conan-mäßig, aber es hat mich stutzig gemacht. Da ist tatsächlich Nirusu Fox dann noch ein bisschen extremer. Der ist wirklich Conan-mäßig. Okay, let's go. Wir gewinnen aber auch, wenn wir alle Aufgaben erledigt haben, ne? Ja. Okay. Nein! Ich liege direkt davor. Oh Gott, nein, ich bin tot. Heute muss ich den mal beschützen. Am besten auch gleich zu O2 mit hin. Sie wird sicher auftauchen, wer auch immer getötet werden wird. Gleich mal nebenbei das hier machen. Ich hoffe, das bringt mich nicht ab von meiner Beschützung. Nein! Ich bin ein schlechter Schutzengel. Ich bin so schlecht darin. Das macht einfacher. Gut, Zertex GG. Hä? Celion ist tot, aber Celion stand gerade quicklebendig neben mir. Alles gut, ist alles gut. Zertex GG. Du warst. Also Ja. hättest jetzt nicht zwei gekillt, hätte ich sogar gesagt, dass es Lizardo gewesen wäre. Aber du hast gerade dich so hart ins Knie geschossen. Ich weiß, ich hab's gemerkt, ich hab versucht, ich dachte schon, wo ich an Roxy vorbeigelaufen bin, so fuck. Da macht es ja keinen Sinn. Deswegen habe ich auch Und nichts gesagt, deswegen war ich einfach leise. das tat weh. Der Stein Willst du hat auch dich irgendwie. wenigstens selbst noch reporten, wenigstens für diese Aktion gerade? Der Gestaltwandler ist irgendwie so ins eigene Fleisch schneiden teilweise. Nee, das war nicht Gestaltwandler, was sie verraten hat. Er hat zwei Leute gekillt. Und ich habe Roxy gerade noch gesehen. Heißt, es kann Roxy nie gewesen sein. So. Was wäre, wenn ich mich mit Roxy verwandelt hätte? Hätte ich dich vielleicht dann Dann hättest ausschließen können? Nein, dann wärst du so Oh dran Gott, gewesen, weil ich Roxy einmal gesehen nein! habe.
Miese Prise. Aber, oh Gott, das ist so krass gewesen, ey. Das war göttlich gerade. Also das war gerade so richtiger Schuss in den Ofen. Das war krass, ey. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. So, starten? Yes. Ich check das aber mit den Sabotieren irgendwie nicht. Sabotieren ist easy. Das kannst du sehr gut anwenden, wenn du zum Beispiel kombinierst. Geil. Vielleicht habe ich das ja wieder. Ich habe mir einfließen. Werde ich mich verwandeln? Es könnte zwar ein Shapeshift gewesen sein. Celimon, wo warst du? Celimon? Celimon, wo warst du? Ich habe gerade den allerletzten Müll weggeschafft. Ich bin halt oben Waffenkammer lang, Navigationsschilder und dann da lang. So, aber warum beschuldigst du sofort mich? Das würde mich jetzt interessieren. Weil, also es kann auch wegen Shapeshift sein, aber hier stand jemand, der hat gerade Roxy gekillt vor mein Gesicht. Wieso dann direkt ich? Wieso beschuldigst du sofort jemanden, wenn du Besatzungsmitglied wärst? Warum willst du nicht erstmal rausfinden, wer es ist? Als Imposter würde ich auch sofort jemanden beschuldigen, dass schnell einer nach dem anderen wegkommt. Weil du dich gerade so sehr verteidigst. Das ist ein Argument. Argument zurück wäre dann, ein Mensch, der gerade in Bedrängnis kommt, versucht alles andere von anderen wegzulenken. Ja, GG, du das kommst kann grade, ich an dich genauso gerade richten. Du kommst gerade ins Bedrängnis, dadurch sagst du, ich wäre es, obwohl ich gerade gesehen habe, wie du gerade Roxy gekillt hast und ich deswegen den Report gemacht habe. Zum Thema Self-Report, wo hast denn du dich rumgetrieben? Was hast denn du so gemacht? Ich war gerade in Electro und hab gesehen, wie du sie gerade gekillt hast, deswegen frage ich dich, was ja, du gemacht hast. Ja, natürlich! Ich war aber nicht bei Electrical. Wo seid denn ihr anderen lang gelaufen? Wart ihr zum Beispiel bei Electrical oder wo seid ihr so rumgelaufen? Unten links. Okay, hättest mich nicht sehen können, weil ich ja nach unten geradeaus, also nach rechts. So, Müll weggeschafft, dann nach Electrical hab gesehen, wie ein Selion-Klon, kann ja sein. Oder. Also soll man einfach überspringen, oder? Weiß nicht, Lysaude, was hast du nur dazu zu sagen? Ich habe zu sagen, dass ich eigentlich nur oben rechts war. Ich kann nichts dazu sagen. Oben das rechts. Stimmt, er war in O2, dann ist er nach rechts zu den Dingen gegangen. Er hat auch die Aufgaben Legit gemacht. So, ich hast würde tatsächlich tippen, ich habe Roxy Electrical. Hä, Electrical? Aber wenn du ihn jetzt oben rechts gesehen haben willst... Weil ich da vorbeigelaufen bin und ich ihn dabei gesehen habe, wie er O2 das gemacht hat? Wenn du Aufgaben hast, rennst du von der Waffenkammer bis zu Electrical, oder wie? Nein, ich habe einfach von rechts, bin ich Kreis gelaufen, habe dort die Aufgaben abgeklappert, bin dann runter, hab den Müll weg, bin dann nach Electrical. Ja. Ich habe einfach nur einen Kreis gelaufen. Ich würde sagen, du bist gewendet, so hast du es gemacht. Also es klingt jetzt so, als würdest du jetzt wirklich auf Druck versuchen, noch auf die Schuld auf mich zu schieben. Es klingt wirklich so, als würdest du gerade wirklich auf Druck versuchen. Nee, ich würde Self-Report nicht verteidigen. Das hätte ich auch nicht nötig, weil ich hätte tatsächlich ein Alibi im schlimmsten Falle. Boah, so viel Liebe hätte ich nicht gebraucht. Warum? Also wenn du das jetzt wirklich bist, warum hast du dich geshapeshiftet? Was? Fertig, bitte kill mich. Was? Bitte kill mich. Nee, warte mal. Ich bin kein Ding, ich kann dich nicht killen. Oh nö, nein, oh nö. Oh nö, oh nö, nö, nö. Dann kann es doch nur Lizardo sein, oder? Ja. Das
Problem ist so oder so, haben wir verloren. Wow. Entschuldigung. Da haben wir das verloren. Ah, oh, ja. Lol, der am meisten geschwiegen hat. Gewonnen! Es war aber echt so, wir sind Electrical rein, da kam ein Seelion aus dem Schacht und ich dachte mir noch so, hä? Und dann killst du mich, also dann killt der Seelion mich einfach, obwohl Kevin da steht. Und da wusste ich schon, dass es kann du nicht sein kann. Ja, hätte ich eigentlich überlegen müssen, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Das macht man ja, nicht. Ja, Kevin, ich wusste aber nicht, ob du ihn hast auch wenden sehen. Nein, tatsächlich nicht. Das Ding ist, weißt du, der Täter schweigt und wir zerfleischen uns. Ich war mir safe, dass du das warst. Du warst direkt so ich, weißt du, aber ich wusste ja nicht, was du gesehen hast. Das erklärt's vielleicht. Aber ich habe Lizardo wirklich zwei Aufgaben machen sehen. Deswegen wollte ich jetzt nicht überlegen, hä? Da bin ich jetzt mal gespannt. Wer will mich töten? Wer will mich töten? Ja, hör mal. Ah, jetzt weiß ich, was das bringt. Verstanden. Wer ist es? Aha. Nicht. Hey, du kannst dich nicht als mich verwandeln. Das ist Copyright-Verletzung. Die versuchen zu töten, oder? Nee. Wo ist der ist sicher auch bald und oder ich bin nicht Nilzi. Ich muss, also ich war unten, war ich was am machen, ich weiß nicht mehr welcher Raum, das war ein Raum neben den Gaskanister und Mello stand bei mir. Also ich habe ihn unterhalb der Waffenkammer gefunden. Problem ist, ich habe gar niemanden dort gesehen. Kam keiner und ging. Hä, bei welchem Gaskanistern? Ganz unten ist doch, da sind so Kisten, da ist so ein Gaskanister. Den habe ich aufgefüllt, da bin ich links in den nächsten Raum gegangen. Und Mello war sogar bei mir. Okay. Jo. Weil ich war am Kanister. Dann bist du definitiv ein Imposter. Weil Mello war bei mir. Ja, okay, dann votet mich doch von mir aus raus. Herr Mello, was sagst du? Ich war mit bei den einen, das hat er doch gerade schon gesagt. Wenn ich's nicht bin, dann einfach random Kevin. Hä, aber ich versteh's nicht. Ich war unten, hab den Kanister aufgefüllt. Und bin dann links in den nächsten Raum und Mello war sogar bei mir. Ich war doch bei den einen, also so oder so macht's ja keinen Sinn. Also ich würde dennoch sagen, Roxy. Wenn nicht ich, dann Kevin. Hä, hey, ich bin jetzt total verwirrt. Fuck. Ja, moin. Wer ist Kevin? Celion oder was? Nee, Lila ist Kevin. Mello? Vielleicht wollte er mich umbringen, vielleicht stand er deswegen bei mir. Ja, toll. Porsch ein. Alleine kann ich nichts machen. Tu es! Ich konnte aber den Button nicht wieder drücken. Sag dich doch. Ja, weil er direkt sabotiert hat, da kannst du den nicht drücken. So, das wusste ich nicht, dass man den sabotieren kann. Hi. Ja, ich wusste auch, dass das ist, aber ja, ich konnte ja nichts mehr machen. Gut gespielt, Gigi. Fand's so fancy. Ja.
GG. Kommt noch jemand? Ah, okay.